Eine neue Folge von Let's Play Bioshock. Wir sind hier in den Werkstätten unterwegs. Oh. Ryans Pleiser schaffen gerade die junge Frau weg. Sicher ist sie eine von Ryans Spionen, hergeschickt, um mich auszuhorchen. Ich glaube es jedenfalls. Falls ich mich täusche, endet ein unschuldiges Mädchen an Ryans blutiger Trophäenband. Falls ich recht habe... Naja, ich hoffe mal, ich hab recht. Das Gerät ist so gut wie fertig. Ich kann mir jetzt keine Gefühlsduseleien leisten. Bloß das nicht. Ich habe Mr. Ryan angefleht, von Tain Futuristics an die Leute von Atlas zu übergeben. Das will ich doch gar nicht nochmal hören, verdammt. Jetzt geht das schon wieder los. Was für ein bescheuerter Traum. Irgend so ein Obstbaum hat sich gedreht wie der Deckel auf einer Flasche und Saft in Ryans Kehle geschüttet und das Schwein erstickt. Aber als ich näher hinsah, war es gar kein Baum. Es war die Kernsteuerung dieses Dings da, das die Magnetschlösser an Ryans Tor speist. Man kann die Energiezufuhr nicht unterbrechen, sie kommt direkt aus den Vulkanschloten. Ryan bekommt immer seinen Saft. Wahrscheinlich könnte man den Hurensohn darin ersäufen. So, wir müssen scheinbar auch wirklich hier rein. Nice. EMP, Bombenhülle, ach du Gott. Das Gerät scheint unvollständig zu sein. Finde ein Tagebuch, das erklärt, wie man es fertigstellt. Das vermutlich dort liegt. Mache deine Forschung effizienter mit Damage Research. Führe Analysen durch, wie du sie nie für möglich gehalten hast. Erhöht Schadensboni durch Forschung. Mhm. Brauche ich momentan nicht. Das Grundgehäuse ist fertig. Ich habe eine Ladung Nitroglycerin in meinem Büro. Die verwenden wir als Initialzünder. Jetzt brauche ich 4 abgeschirmte R34-Kabelbrücken, um den Schaltkreis zu umgehen. Dann eine halbe Dose Ionengel, das gibt der Mischung erst richtig Zunder. Das müsste den Kern in den Nachbrennermodus versetzen, so zu einer Überspannung führen und den Überlastschalter an Ryans Tor auslösen. Soweit die Theorie. Entweder es klappt wie am Schnürchen oder halb Rapture fliegt dabei in die Luft. Naja, wer nicht wagt. Was für ein bescheuerter Traum. Neues Ziel, stelle Kühlboots EMP-Bombe fertig. Auf einer Flasche und Saft in Ryans Kehle geschüttet und das Schwein erstickt. Aber als ich näher hinsah, war es gar kein Baum. Es war die Kernsteuerung dieses Dings da, das die Magnetschlösser an Ryans Tor speist. Man kann die Energiezufuhr nicht unterbrechen, sie kommt direkt aus dem Vulkanschlund. Ryan bekommt immer seinen Saft. Wahrscheinlich könnte man den Hurensohn darin ersäufen. Ich probiere jetzt mal diese Initial hier aus. 91 42. Ich glaube zwar nicht, dass es klappt. Verdammt, was machen wir jetzt? Wir müssen eh nochmal hier zurückkommen. Vielleicht finden wir auf dem Weg den Code. Cool, praktisch. Müssen wir dafür jetzt etwa so viele Big Daddies töten? Na dann, Prost Mahlzeit. Wieder nichts Brauchbares. So, ich glaube, ich gehe mal hier durch die Tür, oder? Oder führt... Ach, die führt wieder zurück. Jetzt kommt er hier wieder an. Will er mich wieder zur Bombe schicken, oder was? Ach. 2. Okay, wir müssen echt den Kram von Big Daddies holen. Vielleicht führt er mich noch zu 2 anderen. Ja, toll, jetzt führt er mich... Oh, okay.
So viel zu dem Thema. Wir müssen also wirklich noch entweder zwei Big Daddies töten. Oder wir haben Glück und wir finden die anderen beiden. Ich weiß aber bloß überhaupt nicht mehr, wo die waren. Oh. Hey. Ja. Was ich weiß Bescheid. Verdammt. Eigentlich wollte ich den für mich haben, aber Pustekuchen. So, panzerbrechende Gedöns. Autohacker nehme ich auch nochmal mit. Kann ich nicht mitnehmen? Doch. Nee, doch nicht. Hacken. Das geht halbwegs noch, hoffe ich. Und fertig. Na wow. Ach, wir müssen also noch mehr finden. Wäre ja auch zu schön gewesen. Chips brauche ich nicht. Interessant. Okay. Dann müssen wir wohl oder übel wieder hier durch. Wir haben uns von dir abgewandt. Ich würde sagen, wir drehen erstmal einfach wieder eine Runde und finden vielleicht unterwegs noch Kram. Auf jeden Fall hätten wir ja einen Big Daddy hier, aber der ist wohl schon weg. Oh, nervt mich doch nicht. So, was müssen wir noch bringen? So, noch zwei davon. Oh, das ist ja eigentlich dann so gut wie fertig. Wir brauchen nur noch die zwei Dinger von den Big Daddies. So, ich würde sagen, dann probieren wir unser Glück gleich wieder mal. Ah, du Drecksau. Man kann stehen, wo man will, die treffen einen eigentlich immer. So. Da haben wir ein Drahtbündel, jetzt brauchen wir nur noch eins. Und wir haben alles erkundet, bis auf den Teil, und ich denke mal, da müssen wir die Bombe letztendlich hinbringen. Ah, welch Zufall. Damit müssten wir das eigentlich soweit fertig haben. Bin ja mal gespannt. Vielleicht sollte ich mal, wenn ich gerade hier bin, Potter,
Recht sogar. Erhöhter Schaden. Das mit der Kamera habe ich echt total vernachlässigt im ganzen Spielverlauf. Ist aber auch ein bisschen doof, immer hin und her zu schalten. So. Und jetzt? Was fehlt denn jetzt noch? Nitroglycerinladung. Ach, verdammt, stimmt. Klingt doch irgendwie logisch. Und in dem Büro oder in das Büro kommen wir momentan nicht rein. Ich wüsste aber auch nicht, wo wir diesen Code finden sollten. Daher denke ich mal, werde ich das letztendlich hacken müssen. Steht hier auch nirgendwo da, wann dieser Tag war oder ist. Ach egal, Autohacker. Fertig. Obwohl, könnten wir vielleicht auch so probieren mal. Jo, hat ja super geklappt. 6666. Also der hat sich gut verbarrikadiert. Kommen wir da irgendwie ran? Nee, scheinbar nicht. Nitroglycerin. Wie kommen wir da ran? Fließt Blut auf den Straßen? Gewiss. Haben einige beschlossen, sich durch unvorsichtiges Splicen selbst zu vernichten? Zweifellos. Aber ich werde keine Verordnung herausgeben, ich werde kein Gesetz erlassen. Die große Macht, die große Kette der Schöpfung bewegt sich langsam, aber dafür weise und umsichtig. Unsere Ungeduld öffnet dem Parasiten Tür und Tor. Und wenn man ihn erstmal hereingelassen hat, wird er nicht mehr aufhören, die Stadt von innen aufzufressen. So, eine weitere Waffen-Upgrade-Station. Was nehmen wir denn da? Schrotflinten, Schadensteigerung, ich glaube, das macht momentan mehr Sinn als für den Chemowerfer. Und da haben wir auch einen Knopf. Sehr gut. Ah, das sind ja meine Geschütze. Oh! So viel zum Thema, das sind meine Geschütze.
Oh Mann, ich glaube, das wird nischt. Obwohl, ich bräuchte bloß noch... Ja, genau. Fertig. Und ich würde sagen, hier machen wir dann auch gleich wieder ein Folgenpäuschen. Spitze, bedanke mich. Bis dann.